Pralambapadasana heißt wörtlich die Stellung der herunterhängenden Füße, der herunterhängenden Beine. Und diese Stellung findet man manchmal auch als Stellung von Buddha und von manchen indischen Göttern und Göttinnen. Angelina zeigt, wie es geht. Setze dich auf einen Stuhl, der hoch genug ist, dass du mit den Füßen keinen Bodenkontakt hast. Also in dem Fall haben wir einen Stuhl genommen mit ein paar Kissen und lasse dann die Beine locker hinunterhängen und gib die Hände dabei entweder in den Schoß oder auf die Oberschenkel oder auf die Knie. So bist du in Pralambapadasana, in der Stellung der herunterhängenden Beine.